Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Wahnsinn. Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Ist also immer noch unser Shuttle. Ich dachte, wir wären bei dem anderen schon, aber na gut. Scheiße. Bewegung in unserem Bereich. Oh das nein. Ist ein Hinterhalt. Oh, wo? Sie haben uns überrascht. Oh. Scheiße. Achtung, ich glaube, wir sollten mal Deckung suchen. Auf Tarnung achten. Ich muss erstmal so ein bisschen den Überblick kriegen hier, wo wir eigentlich gerade uns befinden. Wir oder sie. Sie lassen uns keine Wahl. Sie wollen uns so einkesseln. Position 6. Ach komm. Scheiße auf Munition also, hier. Wir haben sie alle erwischt. Das war doch bloß der eine, oder? Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Naja. Ich hatte früher den einen oder anderen Kampf gegen Piraten. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Vielleicht sollten wir nachsehen, ob es hier irgendwas Nützliches gibt. Bin schon dabei. Hier ist der Flugschreiber. Einen katastrophalen Blitzeinschlag. Wir und Ryder sind weg. Was ist Ihre Position? Hyperion, hier spricht der Pathfinder. Mayday, Mayday, Schiff in Notlage. Sir, unser Triebwerk ist ausgefallen. Bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Na, klingt doch super. Vielleicht haben Sie es geschafft. Wollen wir es hoffen. Irgendjemand muss ja die Signalraketen abgefeuert haben. Okay. Die Frage ist, gibt es hier noch irgendwas für uns zu scannen oder einzusammeln? Ich will natürlich möglichst viel mitnehmen hier, muss ich mal so sagen. Noch haben wir ja nichts weiter. Später ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig, überall jede Ecke auszukundschaften, um alles mitzunehmen, aber jetzt gerade, wo wir noch nichts haben, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, da unten ist noch was. Hops. Ja, vielleicht nicht gerade direkt ins Feuer, aber hey, was soll's. So, wohin gehen wir denn? Wir haben da drüben irgendwas und da sind zwei Markierungen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da lang. Folgen wir mal diesen Weg da. Mal sehen, ob der uns irgendwie weiterhelfen kann. Liam, bist du dabei? Ja. Also dann. Oh, das wollte ich nicht. Steck mal die Waffe wieder weg. Was? Wo? Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Ach hier, oh. Wie allem anderen auf dem Planeten. Sieht aus, als wäre es ein kaputter Blitzableiter. Das würde die Schäden an dem Gebäude erklären. Die Stürme haben es in Stücke gerissen. Okay, ansonsten gibt es aber nichts zu scannen auf dem Bauwerk an sich. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Ist vielleicht besser. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen im Inneren um. Okay, ist etwas dunkel vielleicht hier, dann lass doch mal hier lang gehen. Irgendwas Neues? Nein? Runter mit uns. Gehen wir doch mal rein. Ich hoffe, es ist niemand da. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Okay, hier ist zumindest schon mal niemand und nichts anderes. Sehen wir uns doch mal ein bisschen hier in Ruhe um. Auf jeden Fall eine Menge Technologie, die hier rumsteht. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Können wir hier schon irgendwas machen? Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ja, davon gehe ich doch aus. Das Symbol blinkt in der Nähe von interessanten Bereichen. Je näher sie kommen, desto schneller. Wird es schneller? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir doch einfach mal, irgendwelche Behälter zu öffnen. Kann nicht schaden. Bisschen Beryllium für uns. Das sieht aus wie die Kryokapseln so ein bisschen hier. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sich die Frequenz des Blinkens in irgendeiner Form verändert. Muss ich mal so zugeben. Oh, hallo. Ah,
Wer weiß. Nennen wir es doch merkwürdige Alien-Maschine. Jetzt könnten wir Sam wirklich brauchen. Oh, ich sehe, hier gibt's doch wieder eine Menge zu scannen jetzt. Wie erwartet. Noch eine merkwürdige Alien-Maschine. Hm, ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Klar. Irgendwelche Knöpfe drücken hilft immer. Nichts. Schade. Aber hier ist doch schon die Markierung dran, dann würde ich sagen... Keine Energie. Werfen wir das doch gleich mal an hier. Was machen Sie da, Ryder? Keine Ahnung. War das gut? Verdammt. Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Hey! Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Ja, Strom. Merkwürdig. Wenn das Gift ist, weiß ich, wer schuld hat. Ich sehe schon, meine Neugierde trifft nicht wirklich auf Akzeptanz bei ihm. Wow, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Egal. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Wir touchen einfach alles mal an hier. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Es klingt irgendwie immer wie ein Fluch auf jeden Fall. Mist! Schlecht? Zumindest hört es wieder auf, das ist ja schon mal was. Ja, ich nehme an, falls denn irgendjemand noch sein sollte in der Umgebung, wird er spätestens jetzt Bescheid wissen, dass wir kommen. Warte mal, ich schau noch mal ganz kurz hier hinten, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir noch... Ja, da gibt es noch mehr, was wir nicht untersucht haben, nicht gescannt haben. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Gehen wir doch mal hier lang. Halt! Hier ist was. Mehr zum Sammeln für uns. Ich frage mich bloß, wie hier irgendwelche kompatiblen Sachen für unsere Waffen rumliegen können. Ich meine... Die werden kaum selben Waffentypen benutzen wie wir. Das wäre doch sehr merkwürdig. So, da drüben war ja nichts weiter. Jetzt haben wir also endlich Licht hier. Das ist doch schon mal was. Die Tür hat sich geöffnet. Welche? Da? Ah ja, tatsächlich. Ich schau mal kurz hier noch. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Okay. Lass uns mal die offene Tür anschauen. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Noch mehr zum Sammeln und noch ein Gerät. Poesie klingt anders, was? Lieblich, eine liebliche Sprache. Was auch immer das hier ist, den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Ich glaube, es ist älter als dieses La... Ah! Vorsicht! Okay. Angepisst? Das wollte ich nicht. Ey, du da! Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Den Gap zu Hause wird es hier gefallen. Kaum Infos. Nur, dass er nicht organisch ist. Und auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Durchgebrannt. Das könnte eine Art Konsole sein. Für diese Tür... Seine Wunden sehen aus wie von einem Energiestoß. Er hat vielleicht unseren Roboterfreund getroffen. Und wir haben ihn getroffen. Also den Roboterfreund. Und zwar mit unserem Sturmangriff. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Ich glaube, wir lassen dann auch lieber mal die Finger von diesem Energieportal. Und. Sind Sie sicher, dass Sie sich hier drin nicht umsehen wollen? Wir haben uns doch gerade umgesehen. Was willst du denn noch dir anschauen? Wir kommen da nicht weiter.
Mehr zu scannen gibt's nicht und mehr anzutatschen auch nicht. Ich meine, wir könnten natürlich auch mal an die Konsole gehen, aber die sieht nicht so aus, als ob wir da irgendwas machen können. Nee. Ich glaube nicht. Okay, dann lass uns lieber mal gehen. Mehr werden wir hier wahrscheinlich nicht rausfinden. Wir sollten uns mal wieder unseren Missionen widmen und weniger dem Erkunden. Ich muss übrigens sagen, dafür, dass das jetzt die erste Mission ist, die wir überhaupt haben. Das Wetter ist immer noch schlecht. Also dafür, dass das die Einführungsmission ist, ist sie schon erstaunlich unlinear. Und ich sehe schon wieder Feinde. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Habe ich schon entdeckt. Verdammt. Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter. Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so ab. Oh, da ist noch einer. Siehst du mal. Irgendwie hänge ich fest gerade. Jetzt. Okay. Da ist noch einer. War. Ich korrigiere. Das war der letzte. Wunderbar. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Nee, habe ich nicht vor. Lass uns gehen. Und zwar, lass uns mal in die Richtung gehen. Erstmal alles außer der Hauptmission machen, beziehungsweise so weit weg von der Hauptmission wie möglich. Unten, rechte Seite. Rechts, da ist Wand. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Okay. Das Rauschen wird lauter. Geht's da lang? Rauf! Diesmal lasse ich mir nicht wieder einen abschlachten hier. Durchhalten, Greer! Wir kommen! Halten Sie Ihren Kopf unten! Komm her! Umzingeln, lieb! Geschafft! Na klar! Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Ah. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Gar nicht so doof, der Greer, auf das Mikro zu schlagen. Ich meine, wir haben es mitgekriegt, auch wenn wir es nicht zuordnen konnten. Oh, toxische Umgebung? Ich glaube, davon halten wir uns mal fern. Gut, damit hätten wir ein weiteres Teammitglied gefunden und ich glaube, aus unserem Shuttle dürften damit alle soweit aufgetaucht sein. Okay, schauen wir uns das davon nochmal mit an. Ich weiß, das ist kein Ziel jetzt direkt von uns, aber ich würde schon ganz gern alle Ecken erkunden, die wir hier so haben auf dem Planeten. Schauen wir uns doch mal hier von um. Gibt's hier irgendwas für uns? Na toll. Das kann nicht gut sein. Na, Glückwunsch! Ich glaube, wir gehen mal in Deckung, oder? Gibt's hier Deckung? Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Heilige Scheiße! Ich weiß nicht, dass sie uns wegschleppen wie Greer. Rauf! Zurück, ey, du! Okay, ein weiterer Platz. Shit, da ist ein Gegner, okay. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Hey, Kumpel. Soll ich dir was sagen? Ich schlage gern Gegner tot. Okay, immerhin. Schauen wir uns doch erstmal ein bisschen hier drin um. Was ist denn das für ein Ort, von dem die hier gekommen sind? Sieht irgendwie auch sehr merkwürdig aus.
hier geht's nicht weiter. Ach nee. Egal, auf einen großen Kampf sind wir sowieso nicht vorbereitet. Du meinst, da sind noch mehr von denen? Oh! Gut, ich will noch nicht zum Hauptziel gehen. Wir hatten noch mehr Markierungen hier. Lass uns erstmal davon hingehen. Das will ich noch ein bisschen ergründen hier. Ja, scheiß auf toxisch, ist mir egal. Wir laufen einfach durch. Gehen wir nochmal hier rüber. Okay. Was ist das? Eine ziemlich große Operation. Und ein Energiewall, der uns nicht durchlässt vorerst, glaube ich. Okay, das hätte sich dann schon mal geklärt. Da gehen wir nicht weiter. Gut, ich will aber noch ein da drüben ist eine Art Höhle. Bisschen mich umschauen. Gut, dann nehmen wir die Höhle natürlich gern mit. Was ist das denn? Sehen Sie sich das an? Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann... Wer weiß. Was ist das denn? Es sieht abgefuckt aus. Ein totes Tier. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind es die Blitze. Und er ist davor geschützt hier. Schauen wir uns doch mal noch ein bisschen tiefer drin um. Falls es ja noch irgendwas für uns gibt, zumindest. Jemand da? Kommen wir hier von lang? Lassen wir es doch mal drauf ankommen. Jupp, geht. Oh, hallo. Wieder so ein Ding. Ich nehme sie alle mit. Also die Daten darüber natürlich. Ich muss sagen, wenn es nicht gerade blitzt, ist die Gegend eigentlich ganz hübsch. Das sieht auch relativ weit aus. Ach, geht. Oh, kommt nicht so weit. Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ach, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Ja, Glückwunsch. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. Ich brauche keine Alien-Götter der Unterwelt, gerade ganz ehrlich. Mir würde es schon reichen, wenn wir von hier wieder wegkommen. Okay, wir könnten natürlich da drüben irgendwie hin, aber das sieht nicht so aus, als ob es da weitergeht. Jemand hier? Ah, der Turm tickt wieder aus. Nicht hier entlang. Warum nicht? Hier geht's doch weiter, oder? Jede Ecke ein neues. What the fuck? Was war das denn? Haben Sie das gesehen? Da war irgendein fliegendes Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir nicht verstehen. Okay. Jede Ecke ein neues Geheimnis, wollte ich sagen. Und zack, kommt uns irgendein Doom-Creep-Gegner entgegen hier. Okay, wir sammeln einfach alles auf, was wir finden können und sind glücklich darüber, noch zu leben. Ich schaue mir das Ganze später mal an, was wir da so aufsammeln.
Da können wir sicherlich fröhlich mitbasteln dann mit den Sachen. Auch wenn es garantiert noch viel zu wenige sein werden, um irgendwas Substanzielles herzustellen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, vielleicht sollten wir dann doch so langsam mal den Weg in Richtung Hauptziel einschlagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir vorher noch die Gegner dort platt. Sobald wir sie sehen. Hallo? Jemand hier? Also ich weiß, dass ihr da seid. Ich sehe euch auf dem Radar. Noch mehr unserer Freunde. Guten Tag. Schalten Sie sie aus. Na klar. Ich versuch's. Gehen wir wieder in Deckung. Kann nicht schaden. Treffe ich den? Verfluchter Busch. Okay, so müsste ich ihn da haben, oder? Geht alles. Solange ich mir noch nicht sicher bin, wie viele das sind, will ich eigentlich ungern den Sturmangriff machen. Oh shit. Oh komm, echt jetzt? Hey, das war cool. Die Luft ist rein. Das war der letzte. Okay, es waren also wirklich bloß drei. Ja, unseres kriegen sie jedenfalls nicht. Nicht so schnell zumindest. Waren wir hier schon mal? Ich meine, ich könnte nicht wirklich sagen, wenn wir im Kreis laufen. Ich sehe es nicht wirklich. Also, es sieht halt alles irgendwie so ein bisschen gleich aus hier. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung, ne? Gehen wir in die Richtung, in die wir müssen. Ich vermute bald, dass wir hier schon mal waren, weil das Tor jetzt schon gescannt war. Wir sammeln wieder fröhlich. Immer her damit. So, dann schlagen wir doch mal die Richtung ein. Ne, das ist doch die, aus der ich gekommen bin, oder? Scheiße. Ah, Gott. Okay, wir gehen doch in die Richtung weiter. Ein bisschen erkunden wir noch, bevor wir dann endlich zum Ziel aufbrechen. Hören Sie das? Was denn? Ich höre hier ständig irgendwelche Sachen. Okay, jetzt könnte man natürlich da wieder... Ich gehe da lang. Halten wir uns doch mal von Blitzen fern. Hören Sie, das ist gut, wenn ständig hier diese Geräusche kommen. Okay, das ist alles nichts Neues. So, wo sind wir denn hier? Doch, das hier waren wir schon. Hier ist Kirkland gestorben. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Na, ja, hier liegt er doch. Siehst du mal. Okay, dann können wir jetzt guten Gewissens zu unserem Ziel aufbrechen. Ich würde sagen, wir haben jetzt weitestgehend hier die Umgebung erkundet. Und starten dann mal hier mit der Geschichte weiter. Also, starten weiter. Ja, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Das zweite Shuttle will gefunden werden. Sind wir so schneller? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, das war die zweite Hälfte von unserem Shuttle. Hier waren die Bauwerke, in die wir reingekrochen sind. Also weiter da lang. Ja, stimmt, hier sind wir nicht lang gegangen. Wir sind gleich rechts lang, dann in die Höhle rein. Ah, wunderbar. Gar nicht so weit weg. Mal sehen, wer noch lebt bei denen. Oh, was? Los, greifen wir an! Heilige Scheiße, was ist das denn für eine Begrüßung? Bin nicht sicher, ob ich ihn wirklich gut treffe hier. Und ich will da jetzt auch nicht hin mit meinem Sturmangriff, denn ich weiß nicht, wie viele dort sind. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und auf die gute alte Art machen. Oh, guck mal, er hängt seinen Arm zur Seite raus. Ist das nicht schön? Hey, Kumpel! Wo ist dein Freund? Ach, da!
Nein, wirklich? Das ziemlich gut. Erledigen Sie sie, Ryder. Das sind ja richtige Nagelexperten hier. Haben wir's oder ist noch einer? Einer ist noch, wie es aussieht. Aber wo? Ich bin schon dabei. Hallo, mein Freund. Das hätten wir. Das wäre geklärt.